So, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas verfrühten Let's Play Shaya. Ihr seht es schon am Level, ich bin wieder zurückgelevelt, mehr oder weniger. Wir befinden uns gerade auf dem Level 25, aber ich habe mal gedacht, da so viel nachgefragt wurde, werde ich einfach mal hier ein kleines Update reinschieben. Ja, viel ist es nicht mehr, bis wir wieder das Level 29 haben. Allerdings sind das jetzt natürlich die Level, wo es ein bisschen länger dauert. Und da ich bis jetzt auch wirklich so gut wie nur gezogen wurde, ich hoffe, man verzeiht mir das in Anbetracht dessen, dass wir schon mal hier waren, bin ich mit dem Charakter noch nicht so ganz vertraut wie mit dem alten. Aber das geht schon. Und ja, den Spot, den kennen wir auch schon, aber das ist natürlich ganz klar, denn wir waren hier auch schon überall. Von daher mache ich momentan halt nicht sehr viel, außer grinden und darauf hoffen, dass vielleicht irgendwelche Bekannten oder noch nicht Bekannten, zukünftig Bekannte, Gesichter vorbeischauen und mir ein bisschen unter die Arme greifen. Und verkacken wir hier gerade den Pull oder? Nö, es geht noch gerade so klar. Ich mach mal hier ein bisschen Instant Heal rein. So. Sicher ist sicher. Spaßhalber schreibe ich mal hier in den Map Chat. Level 25 Orc looking for Party. Ich denke, so zu so später Stunde wird sich keiner mehr melden, aber eventuell haben wir Glück, das werden wir gleich herausfinden. Und während wir noch keine Party haben, werde ich weiter einfach hier ein bisschen Single Target machen. Beziehungsweise Single Target ist es ja gar nicht, es ist eine Fehlinformation meinerseits. Wir machen ja schon richtig Pulling hier, da wir es einfach können. Und XP-mäßig ist das ja auch eigentlich eine ganz gute Sache. Allerdings auf Dauer halt alleine ein klein wenig langweilig. Von daher suchen wir uns einfach mal Mitspieler in der Hoffnung, dass wir da den einen oder anderen finden, eventuell. Wobei, wie schon gesagt, es ist relativ spät. Ich glaube nicht, dass wir Glück haben werden. Aber generell soll diese Aufnahme ja auch einfach nur mal der Information dienen, weil, wie schon eben angedeutet, gefragt wurde, was denn mit dem Shaya Let's Play jetzt, wird, ob das weitergeht. Und wenn, wann? Und das sind so die Fragen, die ich hier eigentlich mal schnell beantwortet haben wollte. Beziehungsweise die Antwort jetzt geben werde. So. Da ich lange nicht mehr aufgenommen habe, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob die Soundqualitäten so richtig sind, so von der Einstellung her, wie ich das gerne hätte und wie ihr es gewohnt seid. Ich hoffe daher einfach mal, dass das noch immer so eingestellt ist, wie wir es hinterlassen haben. Das kann ich aber nicht beschwören. Wir werden es einfach mal sehen. Das ist wie gesagt eine mehr oder minder spontane Aufnahme. Und kommen wir mal zu den Fakten, während wir hier weiter unsere Möppelchen kloppen. Ja, das Let's Play geht definitiv weiter. Das habe ich aber auch schon in dem anderen Video, also das einmal vor diesem hier, das ist das letzte Dread-Video von der Dread Quest, habe ich ja schon gesagt, es wird weitergehen. Natürlich. Und da ihr seht, dass ich hier relativ schnell vorwärts komme, wird es auch bald weitergehen. Das zum Thema Zeitpunkt. Ja, Zeitpunkt kann ich leider nicht ganz genau sagen, aber das ja, ist ja auch eigentlich normal bei mir, dass ich das ein bisschen chaotisch mache. Und es ist halt fertig, wenn es fertig ist. So geht's halt mit allen meinen Let's Plays. Dafür bin ich einfach noch nicht professionell genug, um da jetzt irgendwie nach Zeitplan arbeiten zu können. Deshalb einfach ein bisschen Geduld haben, aber keine Sorge. Es wird definitiv weitergehen. Und was war sonst noch? Wie ihr mir helfen könnt, ob ihr mir helfen könnt und wie lange noch? Ja, wie lange noch? Eigentlich könnt ihr mir immer helfen. Momentan ist es halt wirklich so, dass ich offscreen ziemlich viel mache mit dem Goon von Deponia, beziehungsweise hier in Shire heißt er ja Subject Delta. Da haben wir ziemlich viel gelevelt und der ist auch mein Hauptlevelpartner momentan. Ja, die Frage nach dem Wie ist natürlich auch immer ein bisschen blöd. Es ist halt ganz spontan. Ich kündige das immer hier im Facebook an. Und ja, entweder es passt oder es passt halt nicht. Das sehe ich da ganz locker, ehrlich gesagt. Angeboten haben es mir viele. Und ja, einfach ein bisschen auf die Facebook-Seite achten. Und aber auch natürlich, wenn ich wieder Level 29 bin, also quasi wieder da bin, wo wir aufgehört haben, dann könnt ihr mir natürlich auch jederzeit nachjoinen, das ist überhaupt kein Problem. Ich kündige jede Aufnahme, die ich für sinnvoll erachte, die kündige ich natürlich an. Beziehungsweise wenn ich denke, dass es sich gut eignen würde, hier direkt mit Leuten zu spielen, dann werde ich das natürlich auch kundtun. Es wird natürlich auch weiterhin sehr spontane Aufnahmen geben und auch Aufnahmen, wo ich dann sage, okay, heute habe ich jetzt vielleicht
nicht Bock, mit den alten Leuten zu spielen, weil ich möchte natürlich auch immer mal ein bisschen neue Gesichter zeigen. Das heißt, es wird auch durchaus Aufnahmen geben, wo ich dann nicht Bescheid sage. Wenn sich dann trotzdem in-game etwas ergibt, ist das natürlich was anderes, aber wir wollen auch gucken, dass wir immer mal ein paar Leute mehr reinholen, damit wir die verschiedensten Gesichter hier sehen können. Ja. So viel eigentlich dazu. War da jetzt noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, es sind mir bekannt, sind, dass zwei Leute jetzt hier zu uns gestoßen sind auf den Kanal, die gerne mitspielen wollten. Das sind zwei neuere. Ich habe mir den Namen auch noch nicht gemerkt, weil wir noch nicht so viel geschrieben haben. Der eine ist von eigenen Aussagen her DJ, zumindest lässt da sein Nickname drauf deuten. Und den anderen, den habe ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, der hat ein lustiges Bild von seiner Freundin, glaube ich, bei Facebook. Die Leute, also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann seid ihr jetzt angesprochen. Und da war noch irgendjemand, aber ich will mich jetzt nicht mit dem Namen so weit aus dem Fenster lehnen, weil die sind einfach noch nicht mir geläufig. Das kommt aber mit der Zeit definitiv, wenn man dann mal miteinander gespielt hat. Ihr seid herzlich eingeladen und willkommen nochmal hier bei Shaya und natürlich auf dem Kanal. Gibt ihr nicht nur Shaya hier. Also eventuell findet ihr irgendwas anderes, was auch noch von Interesse ist, vor allen Dingen für die Zeit der Überbrückung. Ja, damit ihr mir nicht... Der Schlachter hat mich gerade invited. Gut. Hallo, der Schlachter. Level 26 in, Pagan ist das, glaube ich. Na, kommen wir doch direkt zur Sache. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was das für einer ist, ehrlich gesagt. So, ich schreibe mal gleich ganz vorsichtig Hi. Ah, er schreibt auch. Oh, wir verstehen uns. Dann schreibe ich natürlich nicht Hi, sondern guten Abend. So. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt geht. Der hat wahrscheinlich gerade hier, das ergibt sogar Sinn, er hat nämlich hier Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ja, geschrieben. Wahrscheinlich hier, weil ich geschrieben habe, dass ich looking for party und so, weiß Bescheid, ne? Ich mache jetzt nochmal einen ganz kleinen Pull hier und dann frage ich einfach mal, wozu er denn Lust hat. Denn ich meine, wenn wir schon mal hier eine Aufnahme machen, warum können wir ihn dann nicht auch einfach mitnehmen, ne? Gucken wir mal, was sich da so ergibt. So, oh, wo ist mein Target? Target, hallo. Okay, da ist mein Target. So. Target auf die Elnor. Morgen eher. Ja, genau. Richtig, stimmt. Mittlerweile ist es schon wieder morgen. Nicht hochscrollen, so. Da hast du natürlich auch wieder recht. Partyhütchen. Na, oh. Na, hast du etwas Bestimmtes vor Fragezeichen. So, bin ich mal gespannt. Wo bist du denn eigentlich? Okay, ach, du kommst gerade... Oh, das ist ja super. Das ist super. Das Problem, ich habe immer, ja, wie soll ich denn sagen? Die Leute, die vielleicht das, Let's Play mit dem guten Darwin schon gesehen haben, da habe ich, glaube ich, schon mal... Level nur. Okay, Level nur hat er vor. Da habe ich schon mal, glaube ich, drüber geredet. Ich mag es eigentlich nicht, alleine in einer Party mit einem Heiden zu sein, beziehungsweise einem Pagan, also einem Magic Damage Dealer. Das Problem ist einfach, weil die mir einfach viel zu oft, wenn sie es nicht können, wohlgemerkt, der Darwin, der konnte super mit seiner Klasse umgehen, aber wenn sie es nicht so gut drauf haben, dann endet das manchmal in einem Chaos, da sie mir die Aggro wegpullen können, da sie ja primär wirklich auf Damage geskillt sind. Und da ich kein offizieller Tank bin, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir kommen da bestimmt super zurecht. Und da der gute, der Schlachter, auch nur leveln möchte, trifft sich das ganz gut, denn mehr habe ich auch nicht vor. Eigentlich habe ich sogar noch weniger vor, weil eigentlich wollte ich wirklich nur ein Informationsvideo hier rauskloppen, aber gut. Der Schlachter, wo willst du hin? Sah gerade so aus, als ob er weggehen würde. Das wäre nicht ganz so sinnvoll, weil wir wollen ja, glaube ich, hier leveln. Ich mag diesen Spot eigentlich sehr. Das Problem ist nur, dass er manchmal, wie auch schon gesagt, in den vorherigen Videos von Shaya, der ist halt immer... Du gehst gerade weg? Kommst du? Gehst du? Wohin genau willst du denn gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was der da... Jetzt, du verwirrst mich. Du verwirrst mich, mein Freund.
Jetzt kommt er wieder näher. Oder vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Naja. Also wenn es nach mir geht, ich würde wirklich ganz gerne hier auf dem Spot bleiben. Denn er gibt halt wirklich verhältnismäßig hier gerade am meisten XP, würde ich fast sagen, weil die Mobs einfach stimmen. Die sind genau mein Level, das ist richtig gut und hier leckt es gerade. Ach, okay, da kommt der Schlachter. Oh, habe ich mich gerade so doll vertan? Was bist du? Du bist kein Heide. Bist du dann ein Warrior? Ich komme doch mit den neuen Sachen nicht klar. Müsst ihr mir verzeihen. Jetzt rennt der mir vorbei? Echt? Naja, ich lasse ihn einfach mal ein bisschen laufen. Der wird sich schon melden. Hoffe ich einfach mal. Ansonsten, weiß ich. Ah, da kommt er. Da kommt er. Ja, ein bisschen verpeilt, der Gute. Naja, machen wir das Beste draus. Ich buff ihn einfach mal, spaßeshalber. Weil man das ja so macht unter Kollegen und Party-Leuten. So, was hast du? Du hast ein. Okay. Du hast deine Dingenswaffe. Ist die enchanted oder sieht das nur so aus? Zeig dich mal. Nee, okay. Das ist die normale Epic-Waffe. Gut. Naja, damit kann man schon so einiges anstellen. Er ist auch ein Level höher, also 36. Von daher, machst du dein eigenes Ding oder gehst du in meinen Pool rein? Wie willst du es handhaben? Ich bin da ganz offen, ehrlich gesagt. Also du kannst mich auch gerne. Ja, ich rede auch mit Leuten, die mir nicht zuhören, ganz klar. Weil im Endeffekt hört ihr mir dann sowieso zu, von daher ist das schon mal nicht schlecht. Was allerdings momentan schlecht ist, ist meine MP. Da müssen wir. Bisons willst du machen? Gut, die Bisons haben zwar keine Aggro, das ist für mich ein bisschen schlecht, aber gut. Machen wir das doch einfach mal. Ich glaube, er meint die Viecher da drüben und ich meine, ja, das ist jetzt sowieso nur so ein Spaß-LP gerade, weil, wie schon ganz oft. Ich dachte, du willst die Bisons machen, jetzt entscheide dich doch mal. Okay, du wolltest ihn natürlich nur wegmachen, dann steig doch einfach mal auf deinen Echsen-Mounty-Mount, dann bist du nämlich genauso schnell wie ich gerade. Wobei, mach was du möchtest. Ich lasse dir da freien Lauf gerade. Wie ich auch Leute zulabere, die mich nicht verstehen. Es ist unglaublich manchmal, was heißt verstehen, würde er mich bestimmt. Wenn er mich denn hören würde, was er momentan natürlich nicht tut, da das hier auch kein Livestream ist und wir uns auch nicht. Ja. Blöd. Die haben natürlich keine Aggro, aber gut, dann mache ich mir hier Aggro. Die Frage ist, wie viel ich davon pullen kann, ohne dass es mir schwerfällt. Naja, wir gucken einfach mal. So, das sollte gerade im Rahmen der Möglichkeiten sein. Du bist gestunt. Warte, da haben wir da was für dich. So. Kriegst du direkt mal den Dispel rein. So. Macht ihr mal, dass ihr wegkommt. Mag euch nicht. So, MP-technisch ist es gerade nicht ganz so geil. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. So, hau du mal ein bisschen drauf. Ich denke mal, das sollte soweit alles im grünen Bereich sein. Ja, Damage-technisch ist quasi meine Frostbarriere auf jeden Fall gleichwertig gerade. Okay, du schlägst aber ein bisschen. Oh, Frostbarriere. Da war ja was. Da war ja was. Die Frostbarriere. So. Du kommst mit. Und du. Und du. Du da hinten natürlich auch. Und der da hinten, ganz hinten, hat auch keinen Fahrschein, von daher nehme ich dich mal mit. Und jetzt sollte ich langsam ein bisschen was an meiner HP tun. Da ist der erste aber schon tot. Schön. Ja, komm, wir machen hier mal beide Heals. Ja, eventuell ist das so sicherer. Na, komme ich noch hoch? Okay. Der Instant Heal wäre auch wieder ready, von daher. Ich würde mal sagen, den nächsten Pull überlasse ich dir. So. Ach so, du brauchst eine Pause. Gut, deine SP ist genauso am Abkacken wie meine MP. Das trifft sich ja wunderbärchen. Was hast du eigentlich für eine Gier an? Kann ich von hier nochmal kurz überprüfen? Ah, okay. Was haben wir? Ach so, du hast auch das Einsteiger-Set an. Okay, das haben wir ja momentan auch. Das sind nebenbei. Und das Bärchen, die Bärchenhalskette. Super. Das ist nebenbei, was ich noch sagen wollte. Genau. Wir haben ja das ganze Spiel nochmal resettet, damit wir hier die. Wo haben wir sie?
Nicht, dass ich den Dreck jetzt verkauft habe, das wäre ja selten dämlich. Naja. Normalerweise sollte ich hier so ein Geschenk drin haben, so ein Geschenkpäckchen. Ey, wenn ich das gerade verkauft habe, dann beiße ich mir echt in den Arsch, aber dann ist es mir jetzt auch scheißegal, ehrlich gesagt. Dann kacke ich da einfach mal drauf. Oder kann das sein, dass dieses Einsteiger-Set aufhört? Ab Level, weiß ich nicht. Naja. Auf jeden Fall hatte ich das zumindest hier im Inventar. Ich muss mir das nochmal durchlesen, warum ich das nicht. Wenn ich so blöd bin und das verkauft habe, dann würde ich das ein bisschen ärgerlich finden. Naja. Naja. Ist ja auch nicht so tragisch. Kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das aufhört. Ab einem gewissen Level. Wobei, ich könnte es auch wirklich gut nachvollziehen, wenn ich es versehentlich sogar verkauft hätte, weil hier ist es definitiv gerade nicht drin. Aber das ist mir jetzt auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Ja, ich überlege gerade, wenn das so ist, dann könnte ich jetzt auch eigentlich auf den alten Charakter, dann hätte es aber überhaupt nichts gebracht. Naja. Aber ich brauche den Charakter hier so oder so, weil ich nochmal ein Tutorial zum Thema Dread Quest machen wollte. Allein weil mir das erste nicht wirklich gefallen hat, dann mache ich nochmal ein kürzeres. Ein eventuell selbsterklärendes. So ohne Stimme und ganz, ganz Tutorial-like. Naja. So, ich versuche mal hier den Schlachtar in ein Gespräch zu verwickeln, indem ich einfach mal etwas schreiben werde, und zwar: Wie lange spielst du schon? Ach, schon wieder. So. Wie lange spielst du? Oh, du, ich kann dich heilen. So, das dürfte dir reichen. Hoffe ich doch einfach mal. So, wie lange spielst du eigentlich schon Chaya? Das ist meine Frage und darauf erwarte ich jetzt eine richtig kompetente Antwort. Der verprügelt das Vieh ziemlich lange, ne? Kann das sein? Ach, der hat hier Doppelaggro. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Guck mal, hier ist noch so ein Vieh. Ich stell mich mal mit drauf. Und während das Ding hier drauf geht, werde ich noch mal ein bisschen fröhlich. Was? Schade, dass ich nicht genug Gold habe. Kann man je genug Gold haben? Aber ich steig einfach mal auf die Frage ein. Zum Versabbern, weißt du? Nee, wahrscheinlich. Okay, ich steig mal drauf ein. Was? Nee. Fair. Ich weiß gerade gar nicht, was ich ihm sagen soll. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Naja. Kann man je genug Gold haben? Fragezeichen, Partyhütchen. Bin ich mal sehr gespannt. Also, was da seine Antwortmöglichkeiten sein werden. Seine rhetorischen. Na gut. Was willst du dir denn kaufen? Fragezeichen natürlich. So. So, ich habe Debuffs gesammelt, mal schön. Okay. Naja. So, schön den Healing Fall reingesemmelt.
Gesemmel bröselt und du bist mein und dich nehme ich auch noch mit. Okay. Ist das die Antwort auf meine Frage? Moment, wir gehen das mal gemeinsam durch. Wo fängt's an? Wie lange spielst du denn eigentlich schon? Okay, das ist unwahrscheinlich, dass da die Antwort drauf kommen wird. Schade, dass ich nicht genug Gold habe. Zum Versabern, weißt du? Kann man je genug Gold haben? Hast du auch recht. Was willst du dir denn kaufen? Fragezeichen. Waffe Versabern? Was? Sorry. Vielleicht ist es einfach nur zu spät. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht genau, worauf du hinaus willst. Eventuell schreibst du es mir einfach nochmal unter die Kommentare, sofern du. Also wenn du das irgendwann sehen solltest, so zufälligerweise nach deinem eigenen Namen googelst in YouTube, googelt man nicht. Egal, wenn du über Umwege. Du willst dir also eine Waffe kaufen? Ja, ich hinterfrage das einfach mal noch ein bisschen, was genau er mir denn damit sagen möchte, weil ich gerade echt irgendwie auf dem Schlauch stehe. Und ich bezweifle. Lol, nein, okay. Okay, dann stehe ich total auf dem Schlauch. Naja, warte ich einfach mal ab. Vielleicht erklärt ihr mir das noch mal ein bisschen genauer. Ich bin gerade sprachlos. Mochte die Versabern hier? Eventuell ist er nicht deutsch. Das kann natürlich sein. Gut. Versabern sagt mir. Warte. Sagt mir. Boah. Jetzt leider auch nicht viel. Was genau meinst du? Ja, das ist, aber wenn ich ihn jetzt frage, wo er herkommt, das wäre, glaube ich, aus dem Kontext ein bisschen scheiße, oder? Ah, du brauchst Hiele. Kriegst du. Und den Diesel kriegst du natürlich auch. Jetzt habe ich nebenbei Versabern auch noch falsch geschrieben. Bei mir heißt es jetzt Versafärb. Naja, scheißegal. Oh Gott, ich schreibe heute auch beschissen. Heute ist, glaube ich, wahrscheinlich liegt es am Tag oder so. Okay. Ich hab schon. Warum schreibe ich das so? Also, heute ist aber komisch. Warum habe ich denn das? Ich verklick mich auch die ganze Zeit. Du weißt, was ich meine. Ja, das ist super. Ich versuche gerade herauszufinden, was er mir schreiben will, dann verschreibe ich mich bei seinem vermutlich verschriebenen Wort selbst. Also. Ah, okay. Da folgt gerade die Erklärung. Ich muss mich gerade ein bisschen hochheilen, bevor ich das lesen kann. Aber er eilt mir da schon glorreich zu Hilfe. Der gute Schlachter. Also, man kann Waffen und Rüstungen versabern. Und ich mochte die Waffe versabern und dazu brauche ich halt Gold noch. Ach so.
Ich glaube zu verstehen. Versabern? Er ist bestimmt kein Deutscher. Glaube ich. Hoffe ich. Und da bleibt natürlich noch gerade die Frage wirklich, oh, pullen wir zu viel? Eventuell? Viel zu viel! Da hilft nur noch Kiten. Kiten, 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 Kiten. Okay, er kommt mir zur Hilfe. Instant Heal. Okay, alles schön, alles unter Kontrolle. Danke für die Hilfe. Das war einer zu viel. So, ich schütt mir mal nebenbei ganz, ganz unauffällig etwas zu trinken ein. Das merkt ihr gar nicht. Während ich das mache, benebel ich euch mit psychedelischen Gesängen und Gemurmel. Moment, jetzt muss ich trinken. So, und wenn ihr diesen Schnips hört, dann wacht ihr auf einmal wieder auf und habt nichts davon mitgekriegt. So. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Shaya und ihr habt gerade erst eingeschaltet und wir spielen hier mit der Schlachter. Und der Schlachter erzählt mir gerade etwas über Nein, Spaß. Wobei, er hat wirklich was geschrieben und zwar: Ja, wurde mir so gesagt, habe es schon ge. Was? Ge. Ges gesehen. Ach, gesehen. Und Deals geht wohl bis 20 zu verzaubern. Alles. Aha. Hört sich ja toll an. Ich würde extrem gerne wissen, wo er herkommt. Allerdings finde ich, das ist irgendwie, kommt das ein bisschen komisch, oder? Kommt das komisch? Kann man das machen? Kann man ihn mal fragen? Ich weiß es nicht. Sag mal. Wo kommst du eigentlich her? Das wäre jetzt eine miese Falle, wenn er Deutsch, also wenn er sagen würde, er ist Deutscher. Weil dann hätten wir so richtig ins Fettnäpfchen getreten, weil es kann natürlich auch sein, dass er einfach, keine Ahnung, entweder einen Scheiß auf Rechtschreibung gibt. Oder es aus irgendwelchen Gründen nicht kann, das kann ja auch sein, weißt du? Da will ich ja gar nicht mich großartig drüber lustig machen, weil kommt ja wirklich vor, weißt du? Oder eventuell ist er noch sehr jung. Oh, da wär's gewesen. Ich hätte vielleicht fragen sollen, wie alt er ist. Da hätte man schon mal ein bisschen was mutmaßen können, naja. Egal. Das Geschehene kann man leider nicht mehr rückgängig machen. Wobei ich glaube einfach, dass er uns auch nicht großartig übel nehmen wird, die Frage. Oh, mein Ding ist es aus. So. Jetzt geht auch alles viel besser mit der Frostbarriere. Und nach diesem Pull muss ich mich, glaube ich, mal ganz kurz hinsetzen. Die HP ist nicht mehr ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Komm, du gehst mal kaputt. Und wer läuft da? The Black Rose! Oh! Dich kenne ich, also ich kenne deinen Clan. Und du wirst gerade invited. Und du nimmst sogar an. Dann schreiben wir mal direkt guten Abend. Aber jetzt haben wir nämlich hier Pagan und so. Das ist ein Pagan.
Was hast du denn für einen Helm an? Was hast du für einen Helm an? Ein Area-Helm? Hast du etwas Bestimmtes vor? Du wartest wahrscheinlich darauf, dass irgendeiner von uns tankt, ne? Nehme ich auch stark an. Oh, wir haben Noblesse. Da tanke ich natürlich erstmal nicht so ganz viele. So, die Gute will nur leveln. Das ist, kommt uns natürlich total entgegen. So, wir können uns gerade leider nicht bewegen, because of Debuff. So, dann nehme ich mal dich und dich. Was mir gerade auffällt, die ist ja sch schon Shisha schon Level 30. Ob das so Sinn macht? Die bringen die Mobs nicht mehr so ganz viel, oder? Oh, der Schlachter wünscht zu handeln. Ist gerade echt blöd, because. Ach so, danke. Ja, können wir nur. Doch, können wir so. Oh, Mist. Naja. Ein bisschen Segen ist ja da. Tralali und Tralala. Mein Gott. Ja, ich weiß jetzt. So, annehmen. Juhu, eine Magic Blume. Da haben wir eine mehr. Das ist so schön, so schön, so schön. Wir haben ein Blümchen bekommen. Und das werden wir gleich eiskalt essen, um unsere Mana aufzustocken. Aber ich glaube, die Frage hat sie mir jetzt gar nicht beantwortet, ob die Mobs hier überhaupt. Also, sie bringen auf jeden Fall XP. Allerdings extrem wenig, würde ich einfach mal sagen. Also, zumindest ihr. Aber mir geht es jetzt gerade in erster Linie sowieso nicht um die XP selbst, sondern einfach nur, um hier mal wieder eine neue Folge hochzubashen. Ich frag mal, kennst du eigentlich die. Jaina? Nee, warte. Wie hieß sie? Sollte in deinem Clan sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die geschrieben wird. So Leute, jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem mir feststellt, dass ich einfach eine Null im Healen bin. Yay! Ja, wir kommen noch nicht mal über 1000, also das ist gar nichts. Das ist wirklich nur ein bisschen Support.
So, dann nehme ich nochmal dich. Und dich. Und da sind wir auch schon gestunt. Und ich würde aber einfach mal behaupten, dass ich jetzt hier eine kleine Aufnahmepause machen werde. Ja, und dann sehen wir uns eventuell gleich nochmal wieder oder in der nächsten Folge oder was weiß ich. Ich gehe mir jetzt eine Kleinigkeit zu essen machen und ja, danke fürs Zusehen.